Herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Witcher. Mein Name ist Glabo, jawohl. So, wir wollten auf jeden Fall questen. Diesmal Level 6, Level 6, Hauptquest, Nebenquest. Level 7, Level 6, ein Gefallen unter Freunden. Ja, dann würde ich sagen, das ist die nächste. 290 Meter. Alles klar. Dann, mein Freundchen, wo bist du? Hä? Glötze, du alte Säge. Ja, das ist ein Spaß. Ab dahin. Bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt weitergeht hier. Wir haben ja in den letzten Videos nur Nebenquests gemacht. Fragezeichen aufgedeckt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was wir in den ganzen nächsten Videos noch schaffen. Oder was, wie es jetzt mit der Story in dem Sinne weitergeht. Die Zutaten denn? Ja, anscheinend schon, sonst würde sie ja nicht fragen. Oh. So. Zack. Dann können wir reingehen. Und mal gucken, was die gute Frau sagt, ne? Reden. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Haha, Baby. Was haben Substanzen... ich habe die Substanzen, die du wolltest. Was willst du... ja, das... Ich habe diese Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Recht. Zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe die Wagenladung gesehen. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze, kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen, aber du musst dich etwas gedulden. Hm. Gut, ich warte. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann husch, raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los, raus mit dir. Du warst geduldig. Danke. Ich bin fast fertig. Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrinke ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Was ist mit der dritten Maus passiert? Was ist mit der dritten Maus passiert? Der Zauber glückt in zwei Dritteln der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Also wo... Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Mhm. Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cinderella mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig. Woraufhin... Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Ich würde diesen grässlichen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht. Ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Das ist gut. Ich bin ein Hexer, kein Weiberheld. Nun bilde dir nichts ein. Ich will mich nicht im Unterholz von dir bespringen lassen, sondern einen angenehmen Abend verbringen. Aber wenn du nicht willst, dann nicht. Ja gut, von mir aus. Oh, na gut.
Ich mach's. Ich fühle mich ja so geschmeichelt. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein, ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes. Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion, die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Warum nicht? Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Dann gut festhalten. Vella Glan! Und was meinst du? Dekolleté zu sittsam? Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not, dann nichts wie los. Das Essen wartet. Der Letzte macht den Abwasch. Okay. Ach, liefer dir mit Kira ein Rennen zur Wiese. Alles klar, machen wir. Oh, oh. Los, lauf! Ja! Hey, Cinderella, nicht, dass du runterfällst. So schnell du kannst. Fang mich doch. Klar, wir werden gewinnen. Ja, beim letzten Rennen habe ich schon so blöd ausgesehen. Wie weit denn noch? Mein Pferd kann nicht mehr. Schneller. Wie weit denn noch? Ah, alles klar. Gewonnen. Gratulation. Du wärst ein toller Jockey. Wenn ich einen Fuß kürzer und etliche Pfunde leichter wäre. Tja nun, dann hätte ich dich aber nicht hierher eingeladen. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Das war dem Aufwand wert, du hättest du mir sagen können. Rind in Zimt und Nelken, gegrillter Kapaun mit Schalotten. Es war den Aufwand wert. Vom Weißen oder vom... Trockenen Roten. Aber lass ihn erst etwas atmen. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen's mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Na schön, ich bin neugierig. Feiern wir etwas? Ja, eine Rückkehr zu den Lebenden. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Die Werkstatt ist nicht verbrannt, falls du das meinst. Warum ist dir das so wichtig? Die Werkstatt habe ich nicht zerstört, wenn du das meinst. Das hielt ich nicht für nötig. Wenn Alexanders Resultate in die falschen Hände fallen. Wobei, die Reuseninsel hat einen abscheulichen Ruf. Da wagt sich niemand hin. Vielleicht gibt es keinen Grund zur Sorge. Tut mir leid, so ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen. Während unseres romantischen Abendessens. Romantisch? Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde. Mit gewissen Vorzügen. Also? Das muss ich mich nicht zweimal bitten lassen. Mir ist nicht danach. Tut mir leid, es gibt jemand. Gibt da jemanden. Tut mir leid. Da gibt es schon jemanden. Na und?
Oh, Geralt, Geralt, du bist so altmodisch. Ja. Ich stehe auch auf Schwarzhaarige. Gehst du wenigstens her und betrachtest die Sterne mit mir? Hm, warum nicht? Weißt du, wie dieses Sternbild in Serikanien heißt? Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein, es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Vigvane Nathr. Na, jetzt hat sie mich verzaubert. Kera? Wo... Die alte Schlange. Sie hat mich mit einem Zauber einschlafen lassen. Sie hat was vor. Die Reuseninsel. Der Turm. Okay, finde die Hütte des... Okay. 800 Meter. Gucken wir erstmal auf die Karte, würde ich sagen, Ladies. Oh, halt. Der Wind? Was ist mit dem Wind? Scheiße. Okay, wir gucken erstmal auf der Geldkarte, was, wo und wo das denn sein könnte. Okay, wir sollen erstmal dahin, Familienangelegenheit. Wir gehen aber erstmal auch gerade dahin und holen uns da erst noch die Quest. Okay, aber sonst gibt's hier nichts. Plötzlich! Auf jetzt, mein Herr! Los, lauf! Okay, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Quest, dass wir die auch noch annehmen. Ja. Jede Quest, die wir annehmen, ist es ja auch wert. Der Allgott hat 6 Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so sehr deine Schuld wie meine. Okay. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Was ist eine Opfergabe auszusetzen? Oh, Allgott, erzählt mir mehr über ihn. Genau. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslav von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roslav hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Was ist denn mit anderen Opfergabenaussetzungen? Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ich könnte mit dem mal reden, genau. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert, um mit ihm zu sprechen. Musst du dich vor einen Altar stellen und rufen? Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Okay. Und wo haben wir jetzt die Quest? Es müsste ja dann wieder eine Nebenquest sein. Ja, die ist für Level 7.
Ich würde sagen, wir machen die Familienangelegenheit trotzdem erstmal weiter. Aber das sind 700 Meter. Was doof ist, dass man nicht sehen kann, wie weit die Quests weg sind. Herr des Wildnis, wie weit ist die jetzt weg? Ach du Scheiße. 1200 Meter. Okay, das ist auch ziemlich am Arsch der Welt, würde ich mal so sagen. Ach, das ist direkt hier. Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not, bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen, sonst gibt es eine Dürre. Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem jemand getrunken. Ich könnte dem Geruch nachgehen. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Ja, es ist doch ein kleiner Pisser. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva. Ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten. Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolutionen, erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Ich habe einen Einfall, ich bringe dich um. Gib mir mit dem zufrieden, was kriegst du oder stirb. Gut, ich sage. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst, sonst werfe ich dich den Raben vor. Verflixte Reformer. Na schön, ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. Okay. Hier haben wir noch ein paar Kisten, die nehmen wir uns natürlich mit. Und nicht, dass hier hinten noch was Schönes ist. Leere Flasche, okay, also. Klauen wir eben noch den letzten Alkohol. Und da hinten haben wir noch was versteckt. Okay, dann können wir rausgehen und können mit den Bauern reden. Gibt's was Neues? Ich habe mit eurem Allgott gesprochen, persönlich. Und wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständig. Danke, Hexer. Wusstet ihr, dass da unten eine Gruft liegt?
Ah, das ist jetzt schwer. Weil wenn ich das verrate... nein. Lebt wohl. Möge der Allgott euch gewogen sein. Nee, weil... na, wenn ich das jetzt verrate... oh, Entschuldigung. Wenn ich das jetzt verraten hätte, dann wäre es ja... ja, ganz schön beschiss gewesen, ne? Dann hätte ich mich ja auch gleich mit ihm prügeln können. Aber das wollten wir ja gar nicht. Ja. Wir haben jetzt in dem Sinne ihn... oh, da stehen schon wieder die... können wir denn Schnellreise vielleicht machen, dass das etwas fixer vonstatten geht? Wir könnten uns dahin porten. Okay, machen wir. Schnellreise. Wir müssen hier hin, also ist das der kürzeste Weg. So. Und dann gucken wir mal, was dann da ist als nächstes. Ja, wo ist unser Zosse? Wer beschützt uns Arme vor den Halsabschneidern? Ich. Hier, frag ich mich. Ich beschütze euch das schon. Keine Panik auf der Titanic. Ich beschütze euch. Oh. Ja, ja. So, das hatten wir ja schon mal. Das Problem mit denen. Was willst du? Dir was mit aufs Maul dem Weidler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Haut ab oder stirbt. Sofort. Und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen? So gewollt. Jetzt! Stillgestanden, verdammt! Meins. So. Sind die gar kein Problem mehr hier? Wo wir das letzte Mal... oh, geköpft, Alter. Vom Feinsten. Wo wir mal letztes sehen, Mal... was das für einer ist, der Edrichs Freunde so aufgebracht hat. Beim letzten Mal haben wir uns schon ganz schön dabei noch gequält. Aber jetzt war es ziemlich einfach. Kann man ja mal wirklich so sagen. So, dann gehen wir da mal rein und gucken uns die ganze... oh, halt. Naja, gut, egal. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du erwartest mich? Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie?
Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Ich suche Anna und ihre Tochter. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Hilfst du mir, wenn ich die Ziege finde? Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Oh Mann, du hast einen neuen Gegenstand erhalten. Bereite ihm bla bla bla. Alles klar, wissen wir. Eine Glocke. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Da, 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 da. Oh, Breitkopfbolzen. Oh, nochmal. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ja, 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 ja. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. So, ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei So Wird's Schon. Wir machen hier morgen weiter. Bis denn, ey. Tschüss.